So, hier sind wir wieder bei Play Sample und weiter geht's mit unseren Sandys Haus. Ha, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich habe vorher immer gesagt Cindy's Haus. Es ist Sandys Haus. Sandy. Sandy mit Brandy. So, da ist viele gesagt, übrigens Tricky Tiger hat gesagt, das ist ein bisschen klein. Aber Tricky Tiger, ich zeig dir mal das Foto, nach ich gegangen bin. Tut mir leid, aber das Foto war klein. Das Ding ist klein. So, das ist das Foto. Siehst ja, ein Baum drin, so ein kleiner, einfach nur eine kleine Schale, dachte ich. Das ist so, ne? Sieht aus wie so, dachte ich, eine Schüssel ist das gewesen. Aber naja. Jetzt bauen wir das erstmal hier noch weiter mit Cindy's Haus. Das bedeutet, da muss ein Baum rein, ein Rad und das müssen wir noch ein bisschen verfeinern. Das bedeutet, wir machen erstmal hier, fangen wir an. Nehmen wir Stein, nehmen wir als Beton. So. Und mache erstmal hier ein Dings. Wer ist das? Also ein Art hier, wie auf dem Foto halt, ne? Ha. Den hier weg. So, damit das hier so aussieht. Ist ja so ein rundes. So sieht das dann aus. Und dann geht das ja genauso weiter. Das Glas muss ich ja auch genauso machen. Warte mal, müssen wir erstmal hier auch bauen. Das bedeutet, das ist hier so eine Schleuse. Ihr habt ja gerade gesehen. So, die Schleuse eben bauen. So, dann hier. Zweier, einer. Patsch, fertig. So, ne, war zu hoch, ne? Was wird jetzt gemacht hier? Wie doof oder was? Hä? So, ne? So, fertig. So, dann müssen wir jetzt eben noch Dings machen. Glas. Glas dahin. Und dann, glaube ich, hier das Dings noch. Wer ist das? Auf U wieder gucken. Hier Glas komplett hin. Aber nur da, wo die Dinger sind. Wer ist das? Die Steine. Nee, das muss kein Glas hin. Eben hier. Und fertig. Und dann haben wir das hier so, wie das auf dem Foto ist. Dann müssen wir hier auch noch eben verstärken. Das heißt, warte mal, das muss weg. Dann muss ich hier. Das kommt weg. Nur, dass das die Größe vom Dings hat. Ja. Dann kommt das eine weg, weil wir ja einen draufgejodelt haben. Und dann haben wir hier die Form vom. Ja. Halt super erklärt, natürlich von mir. So, jetzt müssen wir erstmal hier. Gucke ich mir eben noch, ob wir was wir am besten machen. Ob wir da noch eine Stufe hin machen, damit das noch ein bisschen extravagant aussieht. Stufe. Da. So. Dann hier und hier. Können wir auch so machen, damit es ein bisschen runder ist, ne? So. Dann sieht es ein bisschen runder aus. So, jetzt müssen wir die Türen reinmachen und dann haben wir, müssen wir drinnen noch den Baum bauen und das, natürlich das, alle Taschentücher hier, ey. Das ist der Hammer. So, warte, jetzt müssen wir die Türchen nehmen. Türen. Und, wo ist das? Druckplatte. Schwere Druckplatte. Ist ja wie Hose. Scheißegal. So, zack. Tür rein. Druckplatte vor. Zack. Wir sind drin. So, hier eine Tür rein. Zack. Okay. Da Druckplatte hin. Und fertig sind wir. Mit Cindy Bude. So, kommen wir rein. So sieht das aus. So, können wir das hier noch wegschlagen? Na ja, passt das auch? Okay. Wird ein bisschen rundlich, ne? So, jetzt machen wir erstmal hier den Baum hin. Das bedeutet, warte mal. Als erstes, gucken, ob ich das alles jetzt fertig kriege. Das Riesenrad, das Riesenrad sag ich schon. Das Ding habe ich gar nicht geübt. Wer ist das? Das Rädchen. Da wollte ich nämlich was Extravagantes, habe ich gestern ein bisschen gebaut.
Und dann kann ich erstmal hier, wir machen erstmal hier das Rädchen hin. Na gut, das kann man hier so. Ich baue das mal hier hin. Ein bisschen Platz, okay, okay. So. Dann machen wir erstmal da einen Stein hin und dann hier und dort und da. Dass wir einen Dreier haben. So. Und dann machen wir hier einen, da einen Zock. Dahin, dorthin, weg. So, dahin, dorthin, weg. Und dann machen wir wieder da einen hin. Also hier ist ein Dreier, da ist ein Zweier, da ist ein Einer, kommt jetzt. Pass auf, Zweier, dann ein Ener, ne, ein Ener, da Einer, und dann geht das natürlich wieder zurück. Das bedeutet, hier kommt wieder ein Zweier, hier kommt ein Zweier, Patsch, fertig. So sieht's aus, und es ist monstermäßig groß, jawohl, so lieben wir mich. Muss ich mir erstmal gucken, ob das überhaupt passt. So, jetzt haben wir hier ein Zweier, warte mal, wir haben Dreier, Zweier, Einer, Zweier. Jetzt kommt natürlich hier, was logisch ist, ein Dreier, ne? Was natürlich jetzt nicht passt. So, dann müssen wir das Ganze wieder umbauen, ne? Weil ich im Schugge bin. So, so sieht's aus, ne? Bisschen Banane muss immer sein. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir am besten das Riesenrad hinbauen. Warte mal, jetzt muss ich ein bisschen Platz schaffen noch. So, müssen wir gucken, wo wir es am besten hin eiern, das Ding. Und hier ist der Baum. Da mache ich das immer hier hin. So, da kommt erstmal ein Dreier hin. Oder wir machen. Da muss ja ein Dreier sein. Ein Zweier. Ist auch ein Zweier. Zweier. Einer. Und dann ein Zweier. Und dann ein Dreier. Ja, das sieht natürlich echt super aus, was ich gebaut habe. Ey, dass ich jetzt daran rumeier, ne? Wie eine. So. Dann machen wir jetzt das mit einem halben. Ich muss erstmal einen runden Kreis kriegen und danach wollte ich ja eigentlich irgendwas da hinbauen. Aber ich musste ja erstmal hier den runden Kreis kriegen. So, jetzt mache ich hier einen halben. Dann mache ich hier einen drauf. Ach, das geht ja gar nicht. So, jetzt habe ich die Faxen dicke. Ey, gestern habe ich das gebaut. Ja, cool, habe ich super hingekriegt. Und jetzt baue ich ja wie eine Schlampe. So, der Baum kommt dahin. Da habe ich immer in der Mitte gemacht. So, das bedeutet jetzt einer. Warte mal, nee. Ich habe jetzt zwei genommen. So, warte mal, da. So, genau, das war auf dem Boden, Mann. Und dann habe ich den da hoch gemacht. So, Zweier. Einer. Zweier. Dreier. Ich sag, Hilfe, Hilfe. So, einer. Ey, jetzt brauche ich das erste Mal wieder, weißt du? Das ist eine Blamage. So, Zweier, Zweier. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Dreier, Zweier, Einer. So, jetzt müsste hier natürlich ein Dreier sein, ne? Eins, zwei, drei. So, Dreier. So, jetzt haben wir hier natürlich ein Zweier, ne? Und haben wir das Riesenrad des Jahres. Ey, sag mal, bin ich doof oder was? Ey, das kann ich euch nicht jetzt verkaufen, ne? Ja, muss auch mal ein bisschen lustig, ne? Ha, 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 ha. Lach mal. So, hier ist der scheiß Baum. Ey, wo ist der Baum? Warte mal, ich mache jetzt den Baum. Ich hab die Faxen dicker, ey. Ich mache jetzt den Eichenbaum. So, jetzt der Eichenbaum kommt natürlich hier irgendwo hin. Den machen wir natürlich in so einer Form, ne? Das heißt, hier zwei, da drei. So, den Baum habe ich hier. Warte mal, den mache ich noch ein bisschen weiter weg. Ich habe das Ding wirklich so klein gebaut, ne? Ey, ich krieg das da hin. Ich habe das letzten auch hingekriegt. So, jetzt baut er das hier erstmal so. So muss es aussehen. So, der Stamm. Ne? Ich krieg das schon hin. Wir machen jetzt erstmal die Dings. Wir machen erstmal den Baum, bevor ich jetzt mit euch hier rumeier und ihr denkt, ey, sag mal, ist der besoffen oder was? So, jetzt hier. Machen wir ihn hin. Ne. Müssen ein Dings mit dem ganzen Block müssen wir machen. Ey, so ein Kacke hier. Pass auf, wir machen einen Block, machen wir jetzt. So, so muss das aussehen. So, den noch etwas höher. Dann machen wir es als erstes.
Ey, ich kriege bestimmt wieder einen Daumen runter. Tut mir leid, ey, das ist. Das ist Blamage, ne? Aber was willst du machen, Mann? Hä? Da ich sowieso kein Geld damit verdiene, ist der Jacke wie Hose, wie ich baue, ey. Kann doch den Daumen runter machen, das stört mich nicht. Also, wir machen jetzt hier so ein Klötzchen hin. So, ein Klötzchen, ne? Das habt ihr gebaut? Okay. Und dann machen wir, ich mache jetzt erst den Baum. Das Rad muss ich nochmal bauen. Ey, gestern habe ich das auf Anhieb gebaut. Dachte, wow, passt alles rein, yeah. Hab gefreut, hab getanzt, ein bisschen Breakdance gemacht und so auf dem Boden. Und jetzt geht's gar nicht mehr. Scheiße. So, jetzt habt ihr jetzt so ein Klötzchen gemacht. Und dann machen wir jetzt erstmal hier einen rum. Ziehen wir einen rum, ne? So. Ich mache jetzt nur so und dann ziehen wir einen hier rein. So und dann klatsch, klatsch. So, das heißt, hier eiert die hoch, ne? Also hier kommt wieder die Dings hin. Und das Rad mache ich mein nächstes Mal. Morgen oder so. Wir machen jetzt erstmal, sehen wir es dazu, dass Cindy dann ihr Bett reinkriegt. So, wo ist denn die Leiter? Hier ist eine Leiter. Ein Bett? Wo ist denn ein Bett? Wo sie Bubu macht. Wo ist denn das Bett? Haben gesehen? Ja, hier. So, erstmal hier die Leiter hin. Patsch, patsch. Patsch. Nee. Patsch, patsch. Ach Mann, nee, komm her. Wir haben es gleich. Das gibt's doch gar nicht. Ich krieg die Leiter jetzt nicht dahin. Ey, komm. Ich stell mich an wie ein Dovi. Ey, leck mich am Arsch, ey. Was ist denn los hier? Hört hier. So, jetzt haben wir es aber. So, dann ist die oben, die alte. Mann, ey. Sind die oben, ne? Meine lieben Kinder. Das ist Cindy. Und dann macht ihr hier erstmal so ein Ding hin, noch mal einmal rum und dann können wir hier, oh ja, warte mal, das Bett, wo die pennt. Warte mal, dann machen wir noch ein bisschen hier auseinander. Dann gehen wir noch ein bisschen mit dem Gestrüpp. Da könnte das wird ja sowieso jetzt gewuschelt, das Gestrüpp. Da müsst ihr jetzt nicht darauf achten, dass das hier so und so ist. So, dann macht die Bettchen hin. Die pennt ja sowieso nur da drin. Ach, die Alte kann da nicht pennen. Ne, warte mal. Scheiße, Mann. So, jetzt gucken wir erstmal, ob die Cindy da drin pennen kann. Geht nach oben. Und dann geht die Boom. Die ist ja nur zum Pennen. Das ist ja, die wohnt ja nicht da drin, oder? So, dann machen wir erstmal wieder so zu, damit man das nicht sieht, das Bettchen. So, so, so. So. Und dann geht es los. Dann knallt's. Dann macht ihr überall Kuddelmuddel. Ist halt ein Baum, ne? Das ist ja auch Kuddelmuddel, was ich da gemacht habe. So. So, hier hoch. Das geht ja bis oben hin. So, Kuddel, hast nicht gesehen. Muddel und so, ne? So. Fertig. So. So. Ist jetzt schwierig machen, so einen komischen Kuddelmuddelbaum. Hat jetzt schon mal einer von euch gebaut, so einen Kuddelmuddelbaum? Das ist halt so ein Baum, leck mich am Arsch mäßig, ne? Warte, so ein bisschen angefressen muss er aussehen, so halt ein Gebüsch, ne? Halt. Hier ein bisschen zu. Habt ihr auf dem Foto gesehen, ne? Ist ja nicht so, dass jetzt, wo ihr sagt, was brauchst du denn da? So, jetzt sieht er ein bisschen dramatisch aus, der Baum. Machen wir auch noch ein bisschen so Blumen und hast nicht gesehen, kreuz und quer. So, dass das richtig aussieht. Da muss er richtig sprießen, ne? So ist der Baum, ne? So, er sieht da so aus. Er denkt, ja, kann man schon durchgehen lassen, ne? Boah, bin ich genial, oder? Hä? So, hier ein bisschen da und da und so. So richtig leck mich am Arsch. Für die kleinen Kinder, ne? Ich habe das nicht gesagt. So, hier, Kuddelmuddel. So, jetzt sieht er aus wie ein Kuddelmuddelbaum. So, dann geht die dahin.
und sagt, yeah, gepennt. Und dann ist sie da und dann geht sie pennen. Halt, das ist so die Cindy, ne? Dann geht die wieder nach unten, wenn sie. Alter, wie geht man denn nach unten mit? Sag mal. Achso, von selber geht das. Achso. Voll automatisch. Ich habe einen neuen Fahrstuhl erfunden bei Minecraft. Sehr, yeah. So, da mache ich jetzt. Ja. Es ist das. Ich. Das war's jetzt erstmal, ne? Das heißt, ihr baut das jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal. Sieht der Baum, habe ich schon mal hingekriegt, Trigger Tiger, ne? So ist ja nicht. Jetzt muss ich nur das Rad reinkriegen. Und so sah das auch Foto raus, ne? Ich meine, so. Der Baum ist da drin, der wuschelt das ganze Ding voll. Den kann man noch ein bisschen größer machen, den Baum. Und dann muss ich nur das kleine Rädchen da reinkriegen. Das habe ich gestern hingekriegt, ohne Scheiß. Das kriege ich auch hin. Das muss ich hier in der Mitte hinbauen. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert gewesen von mir. Das. So, hier sind wir wieder bei Play Sample. Und ich habe natürlich jetzt machen wir so einen Cut gemacht, weil das ja ein bisschen zu lange gedauert hat mit diesem Riesenrad. Den Rad an sich so. Mal ein bisschen hier noch ein bisschen Deko machen. Ne? So, geht es jetzt sofort weiter. Also ein bisschen buschiger machen. Buschiger. Also. Das Bäumchen. So, das war jetzt. Aber jetzt fangen wir an mit dem Rad. So, jetzt. So baue ich das. Jetzt sagen alle, was ist das denn für eine gequillte Kacke? Wartet es ab. So, jetzt haben wir jetzt 1, 2, 3. Ne? 3 Stück. Einer. Wieder 3 Stück. Einer. 3 Stück. Einer. 3 Stück. Dann sieht das so aus. Ne? Dann sagen alle, super, tolles Rad. Aber wir machen das ja noch ein bisschen feiner. Das heißt, wir nehmen jetzt Birkenholztreppe. Also ein Dings wollte ich auch nicht nehmen. Warte mal. Eichenholzzaun. Und dann. Achso, wollte nicht jemand mal meinen Skin sehen? Warte mal. Wie sah man das denn? So Dings halt, ne? So ein Dings habe ich. Wer ist das? Habe ich das jetzt gerade gemacht? Oh, ey, also in Minecraft bauen kann ich alles, ne? Aber so die einzelnen Dinger da hier, welchen Knopf was ist oder wie die einzelnen Dinger heißen, was man da macht und so, das kann ich nicht. Und dann sagen die meisten, hast du keine Ahnung von Minecraft? Ja, was soll ich denn machen? Ey? Ich kann bauen, alles baue ich. So, ja, pass auf. So, wir haben ja das Ding jetzt hier gebaut. So sieht's aus. Und dann machen wir hier natürlich andersrum. Wenn ich das jetzt hinkriege, so rum. Und den auch da so rum. So rum nicht. Warum nicht? Müssen wir einmal ein bisschen in die Erde gehen. So. So. Erde habe ich noch. Ja gut, mache ich eben hier zu. So, und dann geht es immer so weiter. Und dann ist das Rad auf einmal kleiner. Ja, dann sieht es auch aus wie ein Rad. So, zack, tack. Hier. Natürlich die richtige Richtung. Hier auch. Und dann kann man das als Rädchen durchgehen lassen. Ne? Hier. Den. Und wieder einbuddeln. Und den dahin. So. Da wächst, glaube ich, Gras selber, ne? Nach, oder? Habe ich hier. So, dann sieht das so aus. Ne? Dann ist das schon ein kleines. Kann man als Rad durchgehen lassen, ne? Oder? So, okay. Aber wir machen noch ein bisschen ein Highlight dahin, so, damit das ein bisschen so. Hier ist die Mitte. Sehen, gucken, da ist die Mitte. Dann ist hier das Ding. Zack. Damit wir die Mitte haben, tue ich hier einen hin. Dort und dann hier runter und dann halt und dann kommen wir jetzt hier, dass das so ein bisschen aussieht wie ja, ne, halt ein Rädchen, ne? So, komm, zack, so haben wir den und dann ziehen wir den hier hoch, warte mal, den hier hoch, so. Und den da lang. Hat ich den da lang gezogen? Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal gucken. Den. So, dann sieht das auch viel auf. Kann man das also Rad durchgehen lassen. Man guckt ja eh von Weitem. Ne? Also ich meine, das ist ja dieses Rädchen. Wenn ihr das mehr bauen wollt, wo ihr sagt, hey, ich möchte das aber ein bisschen besser bauen, dann könnt ihr natürlich hier den Zaun hinmachen und dann nochmal ein Rad verdoppeln, könnt ihr das, ne? Also, oh, ja. Was ist denn das denn? Das hier, das. Und dann könnt ihr das verdoppeln, sozusagen. So, und dann so. Komm mal her. So. Dann sieht es noch so aus. Ne?
dass man da so drauf gehen kann, wenn ihr es wollt. Warte mal, würde ich eher nach hinten machen. Nach vorne ist natürlich kacke, weil ich es ein bisschen klein gebaut habe. Ein bisschen Buschen klein, ne? Ja. So, das ist das Rad. Und dann hat irgendeiner geschrieben, da ist noch ein Tisch oder was? Boah, da weiß ich gar nicht. Tisch. Ich kann nicht. Einfach so ein Tisch oder was? Tisch ist Jack Vioso, oder? So, hier könnt ihr dann, hier, wie ich sagte, hier. Da, wo. Könnt ihr doppelt machen. Mache ich eben mit euch zusammen noch eben hier. Damit das hier noch ein bisschen besser aussieht. Wenn ihr das noch ein bisschen anders haben wollt. Doppelt gemoppelt. Wie das aussieht. Ich habe es ja auch noch nicht ausprobiert. Das dann aussieht. Da. Also sieht das so aus. Okay. Und dann. Ja. Gucken wir gleich mal vom Weiten. Zack. Zack. Komm, zack. So, dann haben wir den. Muss der nach vorne noch. Dann warte mal. Das wäre die Mitte. Dann müssen wir das natürlich wieder wegmachen. Dann wäre die Mitte woanders. Natürlich. So, dann haben wir das. Oder ihr macht da hier einen Zaun. Je nachdem, ihr seht ja, das ist jetzt doppelt, dann kann man das wenigstens so als Rad durchgehen lassen. Und dann natürlich hier wieder die Dinger hin, damit das auch wirklich so rund ist. So, halt, ne? Boah, siehst du, das ist auch wieder Zaun und Dings gewachsen. So, dann sieht das so aus. Dann sieht das doppelt aus. Dann sieht das auch wie so ein Rädchen aus. Man kann das hier weg. Und dann ist natürlich die Mitte hier, genau, habe ich jetzt gemacht. Man könnte hier einfach nur, was haben wir hier, 1, 2, einen dahin. Oh Mann, ich muss das natürlich schnell machen, weil ich das jetzt hier geschnitten habe, das Video, weil ich mit dem Rad nicht klarkam, was für ein Deutsch, ey. So, hier, zack, dann noch das erste Rad, das zweite Rad, wenn ihr das doppelt haben wollt, ne? Dann macht das doppelt gemoppelt. Komm hier. So. Und dann könnt ihr hier, wie ich schon sagte, hier ist ja die Mitte, dann hier runter. Entweder so. Ey. Boah. So drauf. Und dann hier. So drauf. Je nachdem, halt ein Rad ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie so ein Dings aufgebaut ist, so ein Rad. Kann man ja mal sagen hier. Ich weiß es nicht. So, habe ich das hier doppelt gemoppelt gemacht? Nee, hier noch nicht. Oder? Was ist das denn jetzt hier? Warum ist das, sieht das so komisch aus? Hat den nämlich rausgenommen, ne? So. Und dann den da drauf. Und dann nochmal das Rad. Entweder ihr macht nur eins, wie ich gerade gemacht habe. Oder ihr sagt, ihr möchtet das doppelt haben, dass das richtig noch so zur Geltung kommt. Da macht er zwei Stück hin. Und dann hier sieht das dann so aus. Was natürlich ein bisschen Oschi-mäßig ist, ne? Weil ich natürlich wieder alles so klein gebaut habe, ne? So, und dann stand da ein Tisch, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Tisch da hinkommt. Ich mache jetzt einfach so einfach einen Tisch hin. Einer hat geschrieben Tisch, aber ich weiß nicht, was für ein Tisch, ey. Dann braucht man aber nur hier, den Tisch könnt ihr ja selber bauen. Entweder das nehmen oder wir machen einen feineren Tisch oder einen größeren Tisch, ich weiß es nicht. Dann nehmen wir natürlich hier Wolle. Ist klar, ne? Dann, ich nehme jetzt grau. Ich weiß, ich kenne den Tisch nicht. Ohne Scheiß. Und so, hier hin. Zack. Komm, Baby. Ach nee. Den da drauf und den weg. Oh nein, warte mal. Naja, fliegende Tisch ist da, ey. So, den. Das Tisch, der Tisch. Und dann müssen wir noch einen machen, oder? Scheiße. So, und dann den da drauf. So, da ist ein Tisch. Ich weiß jetzt nicht, wofür der Tisch ist. Kann es euch nicht sagen. So, dann habe ich, glaube ich, das alles so weit gebaut. Was war bei Cindy so? Die ist einfach nur das Baumhaus. Und das Rad. Ja, und das passt ja dann, ne? So sieht's aus. Ist alles drin. Man guckt ja sowieso und sagt, wow, guck mal, Cindy. Da ist der Tisch, das ist das Riesenrad. Riesenrad sage ich schon. Hier, das Laufstall ist das oder so nennt das, ne? So, das ist fertig, ne? Das ist, ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen, ne? So, dann wollte ich noch sagen, ich bin mal überlegen, ich mache ja ab und zu, jetzt baue ich ja nebenbei noch meine Welt ein bisschen aus, dass die ganzen Straßen und so kommen.
Und da ist mir letztens eingefallen, habe ich so ein bisschen rumgepuppelt und habe gesagt, ey, ich baue mal eine Ampel hin und so. Und dafür so ein Let's Play machen für eine puppelige Ampel ist auch ein bisschen kacke, ne? Und da habe ich ja immer meine Welt gemacht. Da habe ich Teil 1 nur gehabt, bis jetzt sonst gar nichts. Wenn euch das gefällt, könnt ihr das ja in den Kommentaren schreiben. Ja, wir möchten meine Welt ab und zu mal. Das ist dann nichts Besonderes, das ist jetzt hier, da habe ich ein bisschen rumgeeiert und habe mir gedacht, boah, komm, ich baue mal eine Ampel. Dann habe ich mir so eine Ampel gebaut. Und dann natürlich mit Autos. Hier ist ein LKW, ne? Und dann halt eine Kreuzung habe ich gebaut. Aus Langeweile. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht kann das ja jemand gebrauchen, ne? Von euch. Dass er hier mit diesen Steinen da. Das sind diese Steine. Hier, die hier. Da kann man ja Pflasterstein, Mauer. Da könnt ihr ja in eins so ein Ding machen hier. Wie heißt das? So ein Pfosten. Pfosten, sag ich schon. Ja, auf jeden Fall habe ich mir erst versucht, eine richtig dicke Ampel zu machen. Und dann habe ich gedacht, ach nee, dann mache ich die so. Dass sie ein bisschen hier so. Man erkennt es ja als Ampel. Ne? Es soll ja einfach nur so, dass das ein bisschen voller wird, anstatt immer nur so stumpf Gemüse hier auf Dings klatschen und das war's. Da muss man auch wenigstens ein bisschen hier Highlights reinsetzen. So, da ist ein Auto, ein LKW, da ist eine Ampel. Dann da hinten vielleicht eine Ampel und so halt, das ist wie so ein Modellbau, ne? Dass das hier ein bisschen ihr Leben in der Bude bringt, ne? Statt einfach immer nur so, da wo man eine kleine Fläche hat, einfach nur Grünzeug hin und das war's, das ist ja auch scheiße, ne? Na. So, das war's von mir. Wenn ihr es wollt, dann mache ich meine Welt ab und zu, dann ist es einfach nur so wie hier. Da ist ein Zebrastreifen, ja gut, das ist jetzt nicht das Highlight. Ich dachte mal blau oder weiß ich nicht. Hier am Basteln immer, ne? Das ist, dass es ein bisschen voller wird. Aber da bei der Sache, da habe ich das rumgepopelt und habe gedacht, ey, vielleicht interessiert es ja einen, so eine Ampel zu machen, den Dings nach oben, nach da, dann schwarz, rot, schwarz, gelb, schwarz, Dings und dann hier einen, dort einen, da einen und dann sieht das so aus. Und das kann man dann so als Ampel durchgehen lassen. Das erkennt ja jeder, ne? So besoffen sind wir ja noch nicht, ne? Ha! So, dann sieht das so aus. Und wenn es einer mal eins gefällt, dann hat er vielleicht, wo man sagt, ja cool, danke für die Idee, baue ich bei mir auch. Ein Auto wisst ihr ja auch selber, habe ich ja schon mal gebaut, so platsch, fertig. LKW ist das gleiche, patsch, bumm, fertig, so, fertig ist das Ding. Und ja, Kreuzung hin und fertig. Und dann kann man immer so ein paar Sachen machen. So, das war jetzt von mir. Jetzt haben wir Cindys Haus fertig. Sandy, Cindy. Sandy ist das, Sandy. Genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge bei PlaySimple und wünsche euch erstmal noch einen schönen Sonntag.